Wir sind ja soeben vom Parkhotel losgelaufen und waren innerhalb von nur 2 Minuten hier im Messe- und Kongresszentrum von Bremen und sind auch durch den imposanten Eingang vom Kongresszentrum gelaufen. Jetzt stehe ich hier mit Cordula Grimm. Hallo Cordula. Hallo Arvid. Was ist denn für Veranstaltungsplaner und Planerinnen an diesem Standort besonders interessant? Du hast ja gerade eigentlich schon eine wunderbare Steilvorlage gebracht. Tatsächlich, wir haben hier eine einmalige Lage. Wir haben den wunderschönen Bürgerpark hinter dem Gelände. Wir haben den Hauptbahnhof direkt vor dem Gelände, 5 Minuten Laufweg. Wir haben hier sofort eine Straßenbahn, mit der man in 20 Minuten beim Flughafen ist. Das Gelände insgesamt ist auch wunderbar kompakt. Das ist ein Rechteck, wir haben große Freifläche davor. Alle Gebäude sind untereinander verbunden. Man kann also überdacht von Gebäude zu Gebäude wechseln. Also nicht, dass wir jetzt in Norddeutschland irgendein Thema Regen hätten, aber das ist ja auf jeden Fall ganz praktisch. Und die Verbindung, die gibt uns auch unheimlich viel Flexibilität. Flexibilität ist ja ein sehr gutes Schlagwort, aktuell ja mehr denn je. Wie können wir uns das in diesen Räumen genau vorstellen? Naja, wir stehen ja hier zum Beispiel in der ÖVB-Arena. Das ist eine Konzertarena, ist auch unsere Messehalle 1. Also wir nutzen das auch tatsächlich mit bei Ausstellungen oder für Kongresse, für Abendveranstaltungen. Und wir haben jetzt hier Streaming-Studios eingebaut, 3 Stück tatsächlich. Das heißt also, das war jetzt flexibel, auch wegen der neuen Situation, die durch Corona entstanden ist. Aber ein schönes Beispiel ist auch unser Kongresszentrum. Man kann im Kongresszentrum den größten Raum öffnen, man kann dann da Ausstellungen machen, man kann gleichzeitig Messeteile dazu nehmen, da Kongressräume schaffen. Das heißt, wir können uns da wunderbar eigentlich auf die Wünsche unserer Kunden und Kundinnen einstellen, so flexibel, wie die das von uns wünschen.